Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, heute geht es mal wieder um eine Software und zwar um einen Video-Editor. Dieser nennt sich Movavi Video Editor 15 Plus, gibt es sowohl für den Mac als auch für Windows. Den entsprechenden Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung und ich konnte für euch noch einen Rabattcode rausholen und zwar bekommt ihr 30% Rabatt. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was das Programm so kann. Ich habe in meinem Fall hier auch schon ein Video importiert und da gucken wir uns mal an, was man so machen kann. Und zwar können wir zum einen Mediendateien hinzufügen, also einzelne Videoschnipsel, die man dann zusammenschneiden möchte. Oder man hat die Möglichkeit, ein Video direkt aufzunehmen, zum Beispiel über die Webcam, in diesem Fall vom iMac. Ich kann hier auch einen Ordner direkt hinzufügen, wenn ich jetzt sage, okay, ich baue jetzt irgendwie so 20 Dateien, die sind alle in dem Ordner, dann kann ich das Ganze über diesen Ordner hinzufügen. Oder was ich auch ganz cool finde, man kann eine Bildschirmaufnahme machen. Also ich kann jetzt hier diesen Desktop sozusagen direkt aufnehmen und das geht ebenfalls auch mit der Software. Finde ich extrem cool. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, zwischen Tönen oder auch Musik, da gibt es schon vorgefertigte Musik, die jetzt halt in der Software integriert ist. Die muss man dann dementsprechend runterladen, wenn man jetzt einen Song braucht. Finde ich auch ganz cool. So hat man nicht direkt so viel Speicherplatz verbraucht, sondern kann das Ganze im Nachhinein halt alles herunterladen. Und dann gibt es hier auch noch so ein paar Beispielvideos, die man jetzt ja irgendwie benutzen kann. Ich lade jetzt einfach mal eins runter und dann bekommt man hier auch schon immer direkt eine Vorlage. Klar, hängt natürlich immer davon ab, was man filmen möchte, beziehungsweise wie das Video aufgebaut werden soll. Aber es gibt hier auf jeden Fall auch ganz coole Sachen. Des Weiteren gibt es hier noch so vorgefertigte Intro-Sequenzen, die man dann halt einfach anpassen kann. Klar, ist jetzt recht simpel gehalten, aber ich denke mal, wenn man so für YouTube anfangen möchte und so weiter, ist das auch ganz cool. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Programm erstmal so ein bisschen genauer an. Ich habe hier, wie gesagt, schon ein kleines Video importiert. Gehen wir mal auf den nächsten Reiter und hier haben wir jetzt die Möglichkeit zwischen unzähligen Filtern, die man einfach auf das Video, ja, ich sag mal, anwenden kann. Also ob man jetzt ja ein alter Film, da hat man diese typischen Kratzer oder sowas oder man hat hier eine Vignette, die man einfach rauflegen kann. Die kann man dann halt einfach hier raufziehen. So, jetzt ist das Ganze angewandt und wenn ich jetzt hier mal auf Play drücke, dann seht ihr schon, habe ich hier auch diesen Effekt. Zum Videoschnitt an sich, das Ganze geht eigentlich relativ simpel. Zum einen hat man hier die verschiedenen Tools, wenn man jetzt ein Video schneiden möchte. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal auf diesen Clip drücke, dann erscheinen diese Tools. Ich kann hier zum Beispiel einfach einen Schnitt setzen oder ich kann es zurechtschneiden. Ich kann hier noch Farben korrigieren. Also zum einen hat man hier so ein paar Standard-Farbveränderungen wie eine Autosättigung, Auto-Weißabgleich oder man hat auch die Möglichkeit, eine manuelle Einstellung vorzunehmen. Hier kann ich jetzt alles ganz simpel und ganz einfach einstellen. Wenn man jetzt aber einfach einen Schnitt setzen möchte, gibt es dafür aber auch Tastenkombinationen. Also wenn ich jetzt einfach mal hier raufgehe und sage, okay, hier soll jetzt irgendwie ein kleiner Schnitt sein, dann kann ich einfach auf Mac Command B drücken und dann seht ihr schon, habe jetzt hier einen kleinen Schnitt gesetzt. Schauen wir uns kurz nochmal an, was die App noch so zu bieten hat. Nämlich gibt es hier sehr, sehr viele Übergänge. Ihr seht schon, hier hat man also eine wirklich sehr große Anzahl. Und das Coole ist, wenn man hier einmal raufdrückt, dann kriegt man hier auch direkt eine Vorschau am rechten Fenster. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte diesen Übergang jetzt hier hinzugefügt haben oder nehmen wir diesen Übergang, dann kann ich diesen einfach hier raufziehen und an der entsprechenden Stelle habe ich dann den Übergang gesetzt. Ist, wie ich finde, echt ganz cool. Ist eine ganz witzige Szene hier gerade mit Ugi. Aber so kann man hier auch noch weitere Texte hinzufügen. Wir haben hier nämlich verschiedene Ebenen. Einmal eine Videoebene, eine Musikebene, also für die Hintergrundmusik, fürs Voice-Over, was auch immer. Oder auch eine Textebene. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, ich möchte diesen Text hier irgendwie hinzugefügt haben, kann ich ihn einfach hier hinziehen und dann an die entsprechende Stelle gehen. Und dann kann ich jetzt hier den Text natürlich dann noch irgendwie, ja, versehen. Also zum Beispiel in diesem Fall könnte ich jetzt hier das Smartphone nochmal reinschreiben und so weiter. Also wenn ich jetzt doppelt drauf drücke, kann ich hier einfach Vico reinschreiben und dann hier den Smartphone-Namen View 3 Pro. Und dann seht ihr schon, habe ich das Ganze jetzt hier auch nochmal eingefügt.
Auch hier gibt es natürlich verschiedene Textmöglichkeiten. Ganz cool finde ich diese Animation. Und das Ganze ist nämlich über den Effekt Store. Ich habe mir nämlich noch so ein Cinematics Pack runtergeladen. Da gibt es nämlich beim Effekt Store von Movavi sehr, sehr viel. Ich habe nämlich dieses Cinematic Pack, das habe ich. Da gibt es nämlich noch wirklich sehr, sehr viele weitere Effekte, die man herunterladen kann, wo man auch richtig viele Möglichkeiten hat. Und wenn ihr sagt, okay, ich mache viel mit Food und so weiter, dann ist vielleicht das Food Pack ganz praktisch für euch. Oder hier so ein Lifestyle-Blogger, auch ganz praktisch. Education-Set. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viel. Blockbuster-Set. Wenn man darauf geht, bekommt man dann hier auch immer noch eine Übersicht von verschiedenen Sachen, was jetzt dabei ist. In diesem Fall sind ja 27 Sticker noch dabei oder man hat hier noch 5 weitere Hintergründe, 2 weitere Übergänge und so weiter. Die kosten einmal so ein paar Euro und alles in allem macht es auf jeden Fall was her und man hat hier auf jeden Fall eine sehr, sehr große Auswahl. Gehen wir zurück zum eigentlichen Programm. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Sticker gibt es nämlich ebenfalls. Also wenn ihr irgendwie sagt, ich möchte jetzt ein paar Sticker hinzufügen, auch wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Lifestyle-Video auf YouTube macht, wo kurz ein Smiley aufploppen soll und so weiter, dann kann man es hiermit sehr simpel machen und ihr seht schon, hier gibt es auf jeden Fall viel. Immer da, wo New dran steht, das ist jetzt in meinem Fall das Cinematic Pack, da ich das halt noch hinzugefügt habe und die jetzt komplett neu sind. Was auch noch ganz praktisch ist, das ist die Chroma Key Funktion. Und zwar, wenn ihr einen Greenscreen habt, dann könnt ihr das Ganze hiermit nämlich einfach anwenden. Also Greenscreen und Chroma Key ist ja sozusagen die Sache, dass jetzt das Grün aus dem Greenscreen herausgefiltert wird und dann kann man da jeden beliebigen Hintergrund einfach ins Video packen und es sieht so aus, als wäre man zum Beispiel irgendwo in den Bergen ist, obwohl man jetzt irgendwie im Studio aufgenommen hat. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und ich finde den Funktionsumfang dieser Software wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt einfach mal dieses Video hier spaßeshalber mit der Software geschnitten und ging eigentlich vom Aufwand, war es sehr simpel und hat jetzt nicht unnötig lange gedauert. Ich habe mich super schnell damit zurechtgefunden. Klar, ich schneide jetzt auch schon seit mehreren Jahren Videos, aber alles in allem finde ich, ist es recht simpel zu lernen und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ich möchte YouTube anfangen oder ich möchte jetzt vielleicht etwas mehr auf die professionelle Ebene im Film oder Video Schnitt gehen, dann ist es auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg und ich finde preis-leistungstechnisch bekommt mir hier wirklich einiges geboten, denn ich finde den Preis, der ist jetzt eigentlich gar nicht so teuer. Die entsprechenden Links packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Wenn ihr weitere Fragen zum Programm habt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare stellen. Das war jetzt erstmal so ein grober Überblick über das Programm. Wie gesagt, ich gebe, wenn ihr über meinen Link kauft, 30% Rabatt. Ist auch noch unten alles in der Videobeschreibung. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung, dass ich den Gutscheincode für euch bekommen habe. Und nun sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.